Schön, dass du da bist, liebe Jungfrau. Ich schaue ins kollektive Feld für eine ganz bestimmte Verbindung. Ich schaue, was sie zeigt, welche Verbindung sich zeigt. Das kann ein Ex-Partner sein, liebe Jungfrau. Das kann ein Wunschpartner sein. Das kann jemand sein, den du gerade erst kennengelernt hast. Und wenn du dich da wieder findest, diese Situation, diese Verbindung, dann bleib gern dran, ansonsten schaust du einfach Aszendent, Sonnenzeichen oder Mondzeichen. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du Mann bist, darfst du es entsprechend tun. Und du weißt, dass diese Legung in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung ersetzt und ersetzen kann. Oder soll. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Liebe Jungfrau, ich schau mal, was sie für Verbindung zeigt, welche Energie diese Verbindung hat. Dann siehst du, ob du dich da wieder findest, der Situation. Und dann schau ich mal an, wie der Gegenüber momentan zu dir steht, was dein Thema ist bei dieser Verbindung und die mögliche Tendenz im Mai 2022 für euch beide. Jungfrau, Qualität. Dieser Verbindung. Strings. Zwar waagrecht und also Geschenke umgedreht. Eine Sekunde. Gerne schauen bei Strings. Es ist nämlich ja waagrecht gekommen. Das heißt, es geht um. Wie weit sind, also die Energie dieser Verbindung ist oder war, je nachdem, auf was du schaust, weißt, wie stark ist die Verbundenheit? Ist eher Beziehungsangst da oder verpflichtet man sie zueinander? Also wie stark sind die Fäden, also diese Verbindungs die Fäden eben, die man dir verbinden. Mal näher, mal wieder ferner. Und also um diese Thematik geht's oder ging's in dieser Verbindung, ja? Nähe und Distanz. Ja, also von Beziehungsangst hin zu absoluter Verbindlichkeit. Und die zweite Botschaft ist, das klingt jetzt sehr hart, aber auch wenn, also jede Verbindung hat, trägt ja Geschenke in sich. Und entweder ist es nicht möglich, liebe Jungfrau, dass du diese Geschenke gesehen hast oder in einem kompletten Umfang gesehen hast, oder du kannst Geschenke nicht annehmen, oder du
Du, es war zu wenig oder ist zu wenig, sind zu wenig Überraschungsmomente in dieser Verbindung, zu wenig Möglichkeit. Einander Geschenke zu machen oder die Verbindung als Geschenk zu sehen. Also da ist ja von diesem Nähe-Distanz-Thema so, das kommt ziemlich stark auf, ja. Jungfrau. Ich schaue aber noch näher, weil es wird oft dann klarer. Mit den Karten, mit den Tarotkarten. Also wir wollen da noch näher in diese Energie, diese Verbindung, um die es da jetzt geht. Für dich, liebe Jungfrau, einfach reinschauen und du siehst, ob du dich da wieder findest, der Situation, wann nicht, schau der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen. Es ist definitiv, diese Verbindung war oder ist sehr belastend, überlastend. Sehr schwer. Es ist eine Seelenverbindung, definitiv. Uralt und doch einige, kennst du euch schon seit einigen Inkarnationen. Und es hat einen wahren Turmmoment gegeben. Ich schaue mir es nur näher an. Und zwar von seit deines Gegenüber. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du Mann bist, traust du es entsprechend um. Das kann auch ein Ende sein. Und zwar ganz plötzlich und überraschend für dich, liebe Jungfrau. Qualität dieser Verbindung. Hat mit sehr viel Geduld zu tun gehabt. Du, Jungfrau, mir schaut das wie so die Welten aus. On-off-Geschichte aus. Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, Nähe, Distanz. Sehr viel Geduld hin und her, schmerzhafte Streitigkeiten, aber richtig schmerzhaft und dann oft ein Aus, so On-Off-Energie. Sehr viel Illusion, Wünsche, Träume, Täuschung, Enttäuschungen und auch sexuelle Anziehungskraft. Aber das ist ja die Energie für euch beide, du beziehungsweise dein Gegenüber oder ihr beide habt dann immer wieder euer Herz verschlossen. Du siehst, wie der die Münze vor sein Herzen hält. Schutzmechanismus. Sehr starke Persönlichkeit der Gegenüber. Der Gegenüber zeigt sich als Herrscher und als Magier. Sehr stark, sehr präsent. Sehr reif. Jungfrau, wann du dich da wieder findest oder die Situation, dann bleib gern dran. Ich schaue jetzt, wie der Gegenüber zu dir steht, aktuell. Dann, was das Thema für dich ist, liebe Jungfrau. Und dann, wie die mögliche Tendenz ist im Mai 2022. Ja? Schauen wir mal. Das lasse ich da liegen. Jungfrau, dein Gegenüber.
Wie steht dein Gegenüber jetzt zu dir? Was denkt dein Gegenüber? Was fühlt dein Gegenüber? Welche Handlungsschritte sind zu erwarten? Dein Gegenüber, also da sind Gefühle da, aber dein Gegenüber fühlt sich entweder zurückgewiesen oder nimmt deine Liebe nicht an im Moment. Und erwartet oder erhofft sich oder geht davon aus, dass du mit einer Entschuldigung oder versöhnlich mit dem Buben der Kelche auf ihn zugehst. Es ist ja so eine On-Off-Situation. Also, ich weiß nicht, was war. Du musst es eben ja nicht machen. Bitte fühl in dein Herz und sieh einfach die Tarotlegung als Inspiration. Dein Gegenüber weiß um die Chance, um die Wertigkeit dieser Verbindung. Denkt sehr wertschätzend über die Verbindung schon. Und Gefühle sind da. Ja, die Handlung, Jungfrau deines Gegenübers. Was sind da für Handlungsschritte zu erwarten? Weißt du, Jungfrau, das liegt so. Ob der Gegenüber auf dich zukommt oder nicht, das liegt wirklich 50-50, weil, also wenn dein Gegenüber auf dich zukommt, es liegt schon dieser Impuls, den derjenigen sich trägt, der darf sie bei dir schon gern melden und wird es vielleicht auch tun. Aber wenn, dann solltest du wissen, dass derjenige überfordert ist, dass derjenige einen tiefen Schmerz ist. Und ich habe schon eine abwartende Energie, liebe Jungfrau. Also es ist so, verlassen da die mich nicht drauf, dass derjenige sie mört. Tiefe, tiefe Herzschmerz. Und da, ja, auf der Herzebene, das habe ich eh schon zuerst angesprochen, ist auch zu sehen, dass dein Gegenüber sich erwartet, erhofft, wünscht, dass du mit einer Entschuldigung oder sehr liebevoll auf ihn zugehst. Ob du, er fühlt sich ja auch beleidigt. Schau die Karten an. Entscheid es einfach, wie es dir entspricht. Ja, aber also wenn dein Gegenüber auf dich zukommt, dann sehr verhalten, sehr voller Schmerz, sehr. Also nicht mit einer super Aktion, ja. Verlassen da die mich nicht drauf, weil es liegt wirklich nicht 100% so, dass derjenige aktiv auf dich zukommt, liebe Jungfrau. Ich frage die Karten, was sie für einen Rat, für eine Botschaft für dich haben. Diese Verbindung betreffend, Jungfrau. Worum geht es für dich in dieser Verbindung? Was ist dein Thema?
Das sind starke Karten. Jungfrau, übrigens ganz herzlichen Dank für dein Abo für meinen Kanal. Das ist kostenfrei. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade dich herzlich ein. Danke für dein Like, danke fürs Teilen von meinem Kanal. Ich sehe das dann in den Aufstellungen von YouTube, wie die Resonanz ist. Und dann kann ich ja schauen, was dir von der Thematik her, von dem Orakel, wieder das einfach taugt. Also der Like oder der Abo oder beides, das ist sozusagen dein Feedback, dass dich die Thematik oder die Art, wie ich arbeite, dass dir das taugt. Und das, da mache ich halt dann in der Art weiter oder verändere etwas. Also danke, liebe Jungfrau, für dein Feedback. Ich fange von hinten an, liebe Jungfrau. Es geht schon darum, diese Verbindung neu zu beleben oder auf eine neue Art aufeinander zuzugehen. Sagen wir so. Okay? Aber, und das ist das große Aber. Die erste Position ist, dass es etwas gibt, woran du da in dir arbeiten kannst, darfst. Und das zeigt dir gleich, woran. Es gibt nämlich was, wo du nicht hinschauen möchtest, wo du dich ein bisschen da verdrückst, und das ist im Unbewussten. Das ist im seelischen Bereich ganz tief, tief, tief seelisch drinnen. Ein Riesentransformationsprozess wäre vonnöten oder ist vonnöten, liebe Jungfrau. Dein Gegenüber nimmst du nämlich, als er distanziert war und sehr selbstbewusst, beides. Ob das tatsächlich so ist, wissen wir nicht, aber das ist deine Wahrnehmung. Jungfrau, es geht für dich um einen totalen Transformationsprozess, dass du auf eine ganz neue Art, und zwar wirklich transformiert, nicht ein bisschen verändert, in die Aktion gehst oder mit dem anderen, mit deinem Gegenüber, wenn du das möchtest, in einen Kontakt gehst, aber komplett neu. Rundum erneuert sozusagen. Es dürfte da gleich Pause sein, weil die vier Schwerter und die zwei Schwerter da liegen. Große Themen. Große Themen. Also so wie es sozusagen jetzt war, geht ein Neubeginn nicht. Ich habe schon wieder den Herzschmerz. Es braucht da wirklich eine komplette, ja, neuen Zugang. Ich schaue mal, wie es bei euch beiden. Die mögliche Tendenz ist Mai 2022. Für euch beide. Das kann dann im Juni oder Juli natürlich anders sein, aber jetzt mal Mai, liebe Jungfrau. Für euch beide. Jungfrau. Eben Kontakt liegen. Also sollte Kontaktabbruch sein, dann habe ich da einen Kontakt liegen. Ich kann nicht sagen, von wem und wieder den Herzschmerz. Also da hat einer den anderen das Herzl gebrochen oder beide einander. Und wieder hin, her, on, off. Weitermünzen. Das interpretiere ich in dem Fall gepaart mit den drei der Schwertern wirklich als On-Off und
Sehr schmerzhaft. Also, von der Tendenz her, das, was zu sehen ist im kollektiven Feld, ist ja Kontakt. Liegt da. Ja, wer auch immer auf den anderen zugeht. Oder ihr beide oder so, ja. Ich habe auch wirklich, dass man sehr füreinander denkt. Dass man sich sehr viel Gedanken macht. Dass Gefühle da sind. Dass man weiß, da muss was entschieden werden. Hoppala. Aus der Kelche, Emotionen sind da. Es ist die Chance, wirklich Liebe zu leben, da. Es ist karmisch. Und man schaut nach vorne. Es braucht eine komplette Blickwinkeländerung. Also die Chance und die Möglichkeit ist da. Es geht mal in Kommunikation. Man spricht miteinander oder wieder miteinander. Und die Chance wird auch vom Schicksal geboten. Die Frage ist, was man daraus macht. Denn mit dem Gehängten ist es halt wirklich so, dass es eine komplette Blickwinkeländerung braucht, beziehungsweise, was du, weil du da liegst, Zeit brauchst für Klarheit. Naja, aber man spricht miteinander. Schaut mal hin. Durchs Reden kommen Leute zusammen. Wieso? In Österreich heißt das Sprichwort Jungfrau. So, ich danke dir ganz herzlich fürs Mitdabeisein. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich sage mal, bis bald und viel, viel Segen für dich. Stella.